Leute, was geht? Kommen wir wieder zum neuen Video. Das hier ist jetzt wieder der Beweis, dass wenn du die richtigen Fragen stellst, wirst du auch die richtige Antwort bekommen. Steht sogar irgendwie so ein Frankfurter Universität. Blabla, sorry. Steht sogar so ein Bibelvers in der Bibel, seek and you shall find oder sowas. Also wenn du fragst, dann wirst du bekommen oder sowas. So, dann wirst du diese richtige Antwort bekommen. Und ich hatte so gestern Nacht dieses Selbstgespräch. Aber eigentlich habe ich auch mit Gott nur in meinem Kopf. Ich habe es nicht mal laut ausgesprochen. Ich habe so Gedanken gehabt und war in Gedanken bei Gott. Und habe ihm so gesagt, hey Gott, in letzter Zeit, ich habe nicht so die... Es ist schwer für mich, so gute Themen rauszufinden. Ja, bitte gib mir mal ein interessantes Thema wieder, irgendwas Neues. Ich brauche irgendwas Neues, irgendwas Neues, irgendein geiles neues Videothema. So, und habe ihn so gefragt. Das war so ein kurzer Gedanke, den ich nur hatte, ganz kurz. Und danach habe ich nicht mal mehr daran gedacht, ich habe es wieder vergessen. Das ist so lustig, wie Gott arbeitet. Das ist krass. Je näher du zu ihm kommst, du brauchst nur einmal zu fragen, er wird dir direkt die Antwort geben. Und alle, die nicht glauben, wirklich, tut Zero Retention, tut NoFap. Bleib weg von den Webseiten, hört auf zu sündigen, ja, bleib weg von dem Grünen, von allem, was euch aufhält auf eurem göttlichen Weg. Bleibt weg davon. Und wenn ihr die richtigen Fragen stellt, werden direkt, noch am selben Tag, ich merke das in letzter Zeit so krass, werden die richtigen Antworten kommen. Noch in derselben Nacht, am selben Tag, kriegst du auf einmal so eine Eingebung. Und ich hatte einen Traum. Bin eben aufgewacht. Wir haben jetzt, was heißt eben, schon ein bisschen jetzt fast vor einer Stunde. Wir haben jetzt 10:44 Uhr. Ja, ich habe jetzt nicht sonderlich viel gepennt. Ich bin irgendwann um 5 Uhr oder sowas zu Bett. Oder 6 Uhr war es. Ich habe noch davor die Bibel gelesen, ein bisschen und sowas. Und wie gesagt, hatte so nachts, irgendwann nach der Live-Session auf jeden Fall, nach der Live-Session, hatte ich so diesen Gedanken. So, ey, in letzter Zeit, ich komme irgendwie nicht hinterher mit den Videos. Vielleicht merkt ihr es, ich mache nicht so viel wie sonst, ja, weil mir die Ideen so ein bisschen ausgehen in letzter Zeit. Ich habe privat so ein bisschen Stress um mich herum, ja, und bin nicht so fokussiert wie sonst, merke ich. Zwar die Videos, die ich dann rauspushe, denke ich, sind schon gut, sind schon brutal gut, aber es müsste mehr sein. Und ich will wieder mehr machen. Dafür brauche ich ja Ideen, Inspiration. Und ich hatte dieses Selbstgespräch, diese Gedanken, so, ey, irgendwie habe ich in letzter Zeit so nicht so die Inspiration für neue gute Videos mit neuen Themen und sowas. Vielleicht seid ihr anderer Meinung. Ich fühle das einfach so in letzter Zeit so. Ihr merkt das vielleicht gar nicht. Ihr guckt einfach nur die Videos und denkt euch, wow, wie kommt der immer mit diesen Ideen? Weil ich mir wirklich tiefgründig Gedanken mache, wirklich in mich gehe, wirklich reflektiere, alles zu Gott sprechen, alles und wirklich versuche, gute Videos zu machen und sowas. Und ich gehe in mich, in mich, in mich und so. In letzter Zeit ist es echt hart, weil ich habe schon so viele Videos rausgepusht und ich will nicht immer wieder dieselben Videos machen. Ich will ja mit neuen Videos kommen, mit neuen Ideen, mit neuen Eingebungen. Und auf einmal hatte ich jetzt diese Nacht diesen Traum. Bevor ich aufgewacht bin, bevor mir die Augen aufgegangen sind, so kurz vorm Aufwachen hatte ich ganz kurz so einen Traum. Und zwar, ich erzähle euch jetzt mal diesen Traum. Das war so, ich war mit meinen alten Freunden von damals. Es ist egal, wer das ist, aber das waren Freunde von früher. Tatsächlich Freunde von früher. Und wir waren so, glaube ich, zu fünft oder sowas. Das war irgendwie ein Geburtstag, wie immer von diesem Kollegen da, ja. Und wir waren immer so bei dem auch auf dem Geburtstag und alles. Und der hat immer so seine Feier gemacht und immer so, ja. Und jedenfalls, das waren aber auch keine echten Freunde. Ja, wie sich dann für mich dann später rausgestellt hat, waren das auch überhaupt keine, also nicht nur in dem Traum hat sich das später rausgestellt, das war die Bestätigung nur noch mehr mit dazu, aber
durch mein Leben hindurch. Er hat sich dann immer mehr so rausgestellt, ey, das sind nicht deine Freunde, die sind nicht wirklich mit dir. So, das sind falsche Freunde und sowas. Die lästern die ganze Zeit darum, aber egal. Ich hatte diesen Traum, wie gesagt. Und jedenfalls, in diesem Traum war es so, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie das war. Das war irgendwie so ganz komisch, ganz schier, halt einfach wie ein Traum manchmal ist, so ganz bezugslos. Da hat zu nichts, der hat zu nichts gepasst irgendwie. Das war eine Message für mich, versteht mich nicht falsch, eine neue Message, eine Eingebung von Gott. Aber der Traum, der war so wirr, der war ganz wirr. Ich habe den erstmal nicht verstanden, aber der letzte Satz von diesem Kollegen, der da Geburtstag hatte oder sein Geburtstag, oder was auch immer, ich weiß nicht mal, was wir da, vielleicht haben wir nur abgehangen, vielleicht war es ein Geburtstag. Ich weiß nicht, weil irgendwann waren auch die Eltern von dem kurz da, die habe ich dann gesehen, weil mit denen war ich dann früher super oft, ich war bei dem super oft zu Hause, bei dem früher, bei diesem Kollegen, war mal mein bester Freund und alles, ja, aber hat mich nie wirklich so akzeptiert, wollte mich immer nur verändern und sonst was, wie halt falsche Freunde nun mal sind. Wollte mich immer nur zu irgendwas formen, was ich nie sein wollte, hat mich nie wirklich akzeptiert, wie auch die anderen Freunde auch. Und da war einer dabei, der ist der Allerschlimmste gewesen, ja. Und das war so ein, der hat so, ja, der war einfach toxisch. Er war einfach auf jeden Fall toxisch, macht so auf Freund, aber dann behandelt er dich schlecht und redet hinter deinem Rücken über dich und einfach falsch. Einfach linke Ratten waren das. In Real Life jetzt und in dem Traum war das so, wir sind irgendwie da rumgelaufen. Ich weiß nicht mal, wo wir waren, das war ganz schier. Wir waren irgendwo, nirgendwo, keine Ahnung. Irgendwann waren dann die Eltern da, die haben irgendwas gesagt. Ich weiß nicht mal mehr, was die gesagt haben, weil das so irrelevant war. Und dann laufen wir irgendwie an so einem Hochhaus und doch nicht vorbei. Also wie ein Traum halt ist, ergibt oftmals keinen Sinn, so wo du bist, aber die Message dahinter ist wichtig. Und dann sind wir in Höhe von diesem Hochhaus und wir waren da vorher schon drin, wir sind da hochgelaufen, sind in den Räumen da rumgelaufen, haben da rumgespielt, keine Ahnung. So, sind dann irgendwie runtergekommen, dann draußen rumgelaufen und dann nochmal an diesem Hochhaus vorbei. Und in der Höhe von diesem Hochhaus, weil ich vorher mit diesem Kollegen, ja, der Geburtstag hatte, der mal mein bester Freund war, war ich so an der Straße vorne. Und wir haben so, ich habe so einfach aus dem Nix angefangen, mit so einer verstellten Stimme zu reden, so auf lustig halt einfach. Und da haben wir beide so mit verstellten Stimmen irgendwie so uns die Leute angeguckt und mit den Leuten so geredet und es war lustig. Und irgendwann sind die anderen Freunde gekommen. Und weil die halt alle fake sind zusammen, war es denen dann irgendwie unangenehm, dass wir das gemacht haben, obwohl es ihm gefallen hat, ja. Einfach nur fake. Es hat ihm gefallen, er hat mit mir mitgemacht. Erstmal hat mit mir mitgemacht. Und dann sind die anderen gekommen und auf einmal hat er sein Gesicht getauscht. Shapeshifter, ja. Und war dann wieder mit den anderen und ich war wieder uncool, wie das so oft auch in Real Life immer war. Wo wir alleine waren, war es mein bester Freund. Die anderen kommen dazu, er ist anders. Ja, egal. Die anderen sind so gekommen. Auf einmal hat er mich im Hintern nicht mehr angeguckt und hat mich so komisch behandelt. Und irgendwie ist dann der Spruch so gekommen von wegen, da habe ich so gefragt, was los war, ob ich irgendwas falsch gemacht habe oder irgendwie sowas. Was ist los? Warum bist du so? Oder irgendwie so war das, ich weiß nicht mehr genau. Habe ich so gefragt, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Dann, nee, du bist einfach nur zu schnell, zu stark, zu klug. Und deswegen eckst du oft hier an. Die Leute können dir einfach nicht so folgen. So ungefähr hat er es gesagt. Du bist einfach nur zu schnell, zu stark und zu klug. Und die Leute checken dich oft mal nicht. Und auf einmal wache ich auf und es hat Klick gemacht. Direkt danach so, wir sind dann an der Höhe von diesem Gebäude dann gewesen. Er hat mir das gesagt. Und hat er gesagt, ja, und deswegen fällst du oft so quasi, hat er gesagt, so irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau seine Worte, er hat dann nur so gesagt, ja, und deswegen fällst du oft so ein bisschen negativ auf und so, und deswegen wollen wir nicht so richtig was mit dir zu tun haben. Der,
Er war ehrlich. Deswegen wollen wir nicht so richtig was zu tun haben mit dir. Habe ich gesagt, ah, wenn das so ist, wenn ihr nichts mit mir zu tun haben wollt, dann kann ich auch gehen. Und da war er so beleidigt, ey, brauchst du jetzt nicht so zu machen, weil, ey, wenn ich hier nicht erwünscht bin, dann kann ich auch gehen. Dann sind wir hochgegangen, haben meine Sachen geholt und ich bin gegangen. Dann war der Traum zu Ende. Der Traum hat mir nur gezeigt, ey, wenn Leute falsch mit dir umgehen, verlass sie sofort. Denn so war ich früher nicht. Ich habe mir alles gefallen gelassen. Alles über mich ergehen lassen. Irgendwann wurde ich dann so. Ja, jetzt mittlerweile bin ich so. Aber früher, wo ich noch mit denen war, da war ich nicht so. Dieser Traum hat mir wieder so bestätigt, dass das, wie ich geworden bin, alles auch irgendwo denen zu verdanken ist. Ja, weil die haben mich dazu gemacht, quasi so zu werden, wie ich jetzt bin. Ja, auch natürlich noch viele andere Menschen dazu, die mich geformt haben, quasi mit ihrer Art. Und ich bin immer mehr ich selbst geworden. Aber ja, das hat mir wieder gezeigt, ey, wenn kein Respekt herrscht, verlass den Raum, verlass den Ort, verlass diese Leute. Und auf einmal habe ich denen ihr wahres Gesicht dann nochmal so gesehen. Ja, brauchst jetzt nicht so zu machen, brauchst du. Ey, wenn ich hier nicht erwünscht bin, dann gehe ich. Habe ich noch gesagt zum Schluss. Habe meine Sachen geholt und bin gegangen. Dann war der Traum zu Ende, ich bin aufgewacht. Und dann ist mir diese Eingebung gekommen. Dann ist dieser Blitzschlag. So, boom! Ihr kennt das ja. Ihr träumt irgendwas und auf einmal kommt die Klarheit so. Ah, ich habe die Message verstanden. Du bist zu schnell, zu stark, zu klug. Und damit kommen die nicht klar. Ich hatte dieser Moment, wo ich mit ihm so mit verstellter Stimme einfach so. Das ist einfach pure me. Ich sehe irgendwas. Denke über irgendwas nach. Ich weiß noch, da habe ich irgendwas gesehen, da war irgend so ein Typ und ich fand lustig, was der getan hat. Ich habe mich nicht lustig über ihn gemacht. Er hat mich inspiriert, das Lustige zu tun. Und ich habe mit verstellter Stimme, ich weiß nicht mehr, das war so schnell, so mit verstellter Stimme irgendwie so lustig geredet und der andere macht mit. Dieser beste Freund da von mir hat mitgemacht. Wir haben das beide dann gemacht. Ich habe ihn dazu animiert, so inspiriert. Und auf einmal kommt erst der Vater von ihm, sagt, hey, was macht ihr da oder sowas? So gibt uns so ein komisches Gefühl und die Mutter von ihm, das ist irgendwie so ein komischer Vibe, habe ich schon da gespürt. Und dann sind die anderen Deppen gekommen, die anderen drei Amigos, ja. Und dann war er auf einmal wieder anders und dann war es ihm peinlich und sowas. Und weil ich zu, was, wie heißt das Wort, was ich die ganze Zeit suche, kreativ bin. Das hat er, glaube ich, nämlich auch noch gesagt. Bist so kreativ. Und damit kommen wir nicht klar. Ja, weil ich habe was gesehen, Kreativität direkt, bumm, kickt in. Und ich habe dann mit dieser verstellten Stimme mit ihm so Späßchen gemacht und sonst was. So, und wir haben zusammen so ein Späßchen gemacht und so, haben da so mit verstellter Stimme so rumgeredet. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir da gemacht haben. Es war lustig. Es war mega lustig. Und es war nichts Schlimmes. Aber dann ist wieder sein wahres Gesicht gekommen. Und ihm war es dann auf einmal peinlich, mit mir so zu sein. Ja, so kreativ, weil dann passt er ja nicht dazu, weil ich bin zu schnell, zu stark, zu klug, zu kreativ. Und wenn du so bist, dann bist du nicht gerne gesehen. Die können nicht dir folgen. Der hat auch gesagt, oftmals, wir können dir nicht folgen. Du bist zu klug. Die kommen da nicht hinterher. Und ich mache das Video jetzt nicht, um mich selbst zu lobpreisen, damit ich mich besser fühle und auf den Podest stelle. Aber es ist doch so, oftmals bist du zu schnell im Denken. Mit schnell meine ich, du denkst zu schnell. Du bist zu stark, mental stark und alles. Ja, du bist zu stark. Und deine Vorstellungskraft ist stark. Stark in jeder Hinsicht. Ja, Kreativität ist stark und alles stark ausgeprägt in dir. Und du bist zu klug, zu weise, zu kreativ. Ja, auch, wie gesagt, du bist viel zu kreativ. Und oftmals können die dir deswegen nicht folgen. Und deshalb bist du nicht gerne gesehen bei den meisten Menschen, weil du ihnen überlegen bist. Und sie fühlen sich von deiner Präsenz automatisch angegriffen.
Automatisch, du brauchst nichts zu machen. Du bist einfach nur du selbst und die können dir nicht folgen, weil du zu schnell denkst, zu stark bist und zu klug bist für sie. Und natürlich noch ergänzend, schreibe ich vielleicht nicht in den Titel, keine Ahnung. Ich habe mir das nur so direkt aufgeschrieben, direkt nach dem Aufstehen. Ich habe mein Handy geholt, habe mir das direkt aufgeschrieben, habe mir direkt so Stichpunkte aufgeschrieben. Bam, mache ich halt immer. Immer wenn ich in Eingebung, boop, ich schreibe das nieder und mache dazu ein Video. Ja, wie auch jetzt. Und auf einmal hat es mir wieder einen Klick gemacht, so. Ja, das ist der Grund, warum wir so oft die Auserwählten Gottes haben, diese Bürde zu tragen. Überall, wohin du gehst, du denkst zu viel, du bist zu kreativ, du bist zu fröhlich, du bist zu freundlich, du bist zu kreativ, du bist zu schlau, du bist zu klug. Ah, sei ruhig. Und die Leute versuchen dich immer so runter zu pushen, so, ey, sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig, sag nix, sag nix, fall nicht auf. Diese Bürde hast du schon dein ganzes Leben lang mit dir rumgetragen. Die Freunde, die du hattest früher, haben immer versucht, dich so klein zu reden. Ah, wer denkst du, wer du denkst, oh, du bist so schlau, sei mal ruhig, bla bla bla, warum sagst du sowas? Denkst du überhaupt nach, bevor du redest? Obwohl du sehr bedacht bist. Weil dieser ach so tolle Kollege hat mir das damals immer gesagt. Ihr wisst, Leute, ich spreche die Wahrheit und vielen gefällt das einfach nicht, wenn man die Wahrheit spricht. Und dann kommen die und gaslighten dich und sagen dir so, ah, denkst du überhaupt vorher nach, bevor du redest und so, weil ich denen ihre Gefühle verletzt habe, weil ich zu klug für sie war und zu viel Wahrheit gesprochen habe. Das passt auch noch dazu ergänzend. Du sprichst zu viel Wahrheit und das gefällt den Leuten einfach nicht. Du bist denen überlegen. Und wie ich es auch so oft sage, wenn die Leute etwas missverstehen, haben sie automatisch Angst davor und dann dämonisieren sie es und wollen es verteufeln. Und diese Bürde hast du schon dein ganzes Leben lang mit dir rumgetragen. Und ich will dir jetzt einfach nur, das Video soll dir einfach nur als Bestätigung dienen. Wenn das dein Leben war, bis jetzt, immer wieder, du hast Freundschaften geschlossen, nur um zu merken, hey, das sind keine wahren Freunde, weil die können mir nicht folgen, die fühlen sich von meiner Präsenz angegriffen. Ich mache nicht mal was. Ich bin einfach nur ich. Ich war einfach nur ich. Mit verstellter Stimme. Wir haben Spaß gehabt. Ich war einfach nur ich. Aber weil der nicht er selbst ist und nicht zu sich selbst steht und die alle auch nicht, hat er sich dann angegriffen gefühlt und es war ihm dann peinlich, mit mir so zu reden und zu sein. Dann sind die anderen gekommen. Dann ist erst sein Vater gekommen. Macht so, hey, was macht ihr da? Ja. Da hat er irgendwie was erklärt und da habe ich schon gemerkt, er wurde anders. Da habe ich noch, glaube ich, so ein bisschen weitergemacht mit dieser verstellten Stimme. Er hat auch noch so ein bisschen mitgemacht. Und dann sind die anderen Faker gekommen. Diese anderen drei Amigos, wie gesagt, sind dann aus dem Loch gekrochen. Keine Ahnung, wo die hergekommen sind. Waren vielleicht gerade irgendwas einkaufen für, also keine Ahnung. Sind da irgendwie so rumgeschlendert, wie so Streuner. Sind dann gekommen und dann war auf einmal komplett anders. Wenn das dein Leben war, dein Leben lang, dann muss dir klar sein, du bist so schnell, du bist so stark, du bist so klug. Und deswegen wirst du nicht gerne gesehen. Und die Leute geben dir das immer zu verstehen, so, ey, du gehörst nicht dazu. Du gehörst einfach nicht dazu. Überall, wohin du gehst in ein neues Fitnessstudio. Zeigst einmal deine Skills, ja, was du jahrelang beispielsweise so als Kampfsport gemacht. Ja, kann jetzt nur aus der persönlichen Perspektive reden. Ich merke das immer wieder. Ich mache seit Jahren Kampfsport und habe mein Craft gemastert. Ja, quasi alle Tritte, alle Kicks und sowas, die ich können wollte, kann ich. Ja, noch nicht alles, alles. Da fehlt noch ein bisschen was. So, ich will noch ein bisschen mehr können. Noch ein bisschen mehr Akrobatik und sowas. Und gesprungenes Zeugs. Aber ich kann schon sehr viel. Und sobald ich irgendwo in ein neues Fitnessstudio, in eine neue Umgebung gehe und ich zeige meine Skills, vielen gefällt es, die fühlen sich davon inspiriert, aber auch viele fühlen sich angegriffen, denken, ah, was ist das für ein Fratzenmann, was denkt der, wer der ist? Einfach nur, weil ich Spaß habe, mein Ding mache und gerne Sport treibe. Ich bin einfach ich selbst und krieg immer das zu spüren, du gehörst hier nicht her, du bist zu viel. Das hat er, glaube ich, mir auch noch so, glaube ich, gesagt zum Schluss. Du bist einfach zu viel.
Und die Leute merken das einfach. Du bist einfach zu viel. Du bist zu klug für die. Zu inspirativ, wenn das überhaupt ein Wort ist. Ja, du inspirierst viel zu sehr. Ja, und dadurch fühlen sie sich auch angegriffen, weil sie nicht folgen können. Du bist zu klug, zu weise, zu smart, zu schnell im Denken, zu kreativ alles, zu stark. Und die Leute haben automatisch Angst vor starken Menschen. Überall, wohin ich gehe, ich gehe in ein neues Fitnessstudio, die Leute gucken mich dann so hier, was geht mit denen, mit ihren stinkigen Gesichtern, weil sie sich angegriffen fühlen. Einfach nur, weil ich meine Skills zeige. Sogar aufgepumpte Bodybuilder-Typen sind die größten. Die größten Peace, ja? Auf jeden Fall. Die größten Cats. Ja, ich sage so, das sind die größten Cats, ja? Und dann guckst du die an, guckst den tief in die Augen, weil die dich so schief angucken. Ich guck den tief in die Augen und ich sehe die Furcht. Die gucken so weg, haben Angst auf einmal. Nicht, weil ich denen Angst machen will, ne, einfach weil ich denen Angst mache. Mit meiner Art. Keep making them mad. Keep making them angry. Ganz ehrlich, keep making them bitter. Was willst du machen? Dich verstellen? Nee, ist nicht mehr. Wenn dir nicht gefällt, was du siehst, dann guck weg. Das ist meine Attitude mittlerweile. Wenn dir nicht gefällt, was du siehst, dann guck weg. Wenn dir dieses Video nicht gefällt, dieser Channel nicht gefällt, dann guck weg. Dann mach dein Abonnement weg. Lass uns in Ruhe hier. Aber wir wissen, woher wir kommen und wer wir sind. Und was wir drauf haben, was für Skills wir haben. Und wir lieben es, unsere Skills zu zeigen, um andere zu inspirieren. Aber viele fühlen sich nicht inspiriert, die fühlen sich dann angegriffen. Einfach nur, weil du Gutes in die Welt bringen willst, Licht in diese Welt bringen willst, Hoffnung, Glaube. So oft kleine Kinder. Ich bin irgendwo in einem Park, mach ein bisschen Schattenboxen. Einfach nur Schattenboxen. Und Kinder machen mir auf einmal nach. Ich hatte das einmal. Hier gibt es so einen größeren Park, wo ich herkomme. Ich war in diesem Park. Habe so meine Musik angehabt. Es war letztes Jahr im Sommer oder bevor Sommer so war, so Frühling mäßig so, aber gut warm schon, ja. Und ich war in diesem Park und da waren lauter Kinder so um mich herum. Ich liebe einfach Kinder, weil die mir Kraft geben. Die lieben es, inspiriert zu, nicht alle Kinder leider, aber viele lieben es, so inspiriert zu werden auf einmal. Und das ist nicht normal. Ich mache so mein Ding, höre meine Musik. Tanz so ein bisschen rum, so Musik so auch. Ja, ich don't give a F. Ja, mach so meinen Schattenboxen so, mach ein bisschen Sport. Auf einmal sehe ich lauter Kinder hinter mir. Wie als hätte ich meine eigene Schule. Da waren 20, 30 Kinder. Klein, groß, alles. Toddler, sehr kleine Babys. Kleine Babys waren da. Aber ein bisschen ältere Kinder. Ja, was weiß ich, die waren dann 12, 2-Jährige, 3-Jährige, noch einen Schnuller im Mund und machen mir nach, stehen hinter mir. Und ich habe die erstmal nicht gesehen. Einmal, ich gucke so zurück. Und ich drehe mich um und ich mache weiter und die machen genau nach, was ich so mache. Also versuchen es natürlich, ne? Haben natürlich nicht die Skills. Aber ich denke so, wow, was das für eine Power ist, wenn du einfach du selbst bist, wie inspirierend das für die Kinder ist. Ich will euch einfach nur sagen, seid einfach ihr selbst, auch wenn diese Welt euch hasst, die Kinder brauchen euch. Die brauchen Vorbilder. Die brauchen Inspiration. Die brauchen Hoffnung, Licht. In dieser ganzen Düsternis, in dieser ganzen Dunkelheit, sei das laufende Licht. Bring Licht in diese Welt. Ganz ehrlich, ich habe mich dann umgedreht, ein paar sind dann zu mir gekommen von diesen Kindern, haben so mich angeboxt und sowas. So ich so, ey, so, tut mir nicht weh und so. Hab mit denen dann so ein bisschen gespielt und so ein bisschen gerangelt. Die Eltern sind so gekommen, hey, sorry, so, nee, lass die hier, alles gut, alles gut. Echt, echt, ja, ist geil, gar kein Problem, ja. Und so, und die Mütter sind dann so gekommen, haben erst so Angst gehabt, weil die haben gesehen, hey, der kleine Verrückte da, was macht der mit meinen Kindern, ja? Oder was machen meine Kinder mit diesem Verrückten? Ich will nicht, dass der da ausrastet. Nee, alles gut. Ich liebe Kinder. Habe ich mich so umgedreht, kommt so ein Kind zu mir. So, kannst du uns was beibringen? Dann so, hier, mach so. Ah, okay.
Die auch so gemacht. Ja, habe ich den so Dreier-Kombo einfach nur ein bisschen gezeigt, mit ein bisschen Tritte und sowas, ein bisschen Knie, ja, was Einfaches. Aber an die hat es schon, manche haben es hinbekommen, die war so Naturtalent, habe ich gesehen, oh. Manche waren so Bewegungsligastheniker-mäßig, so ein bisschen. Aber jeder braucht seine Zeit, ja. So, da habe ich einfach, du siehst einfach Leute, die sich bewegen können und Leute, also die es drauf haben und es verstehen, auch schnell lernen. Die wirst du natürlich auch anziehen, wenn du die inspirierst. Leute, die einfach auch quick sind. Quick. Dann wirst du aber auch sehen, da sind Leute, die wollen, aber die sind nicht so quick. Aber ist egal. Jeder ist in seinem Speed. Das heißt nicht, wir sind besser oder schlechter oder sonst irgendwas oder klüger. Nee, es kommt einfach auf dich an. Wie schnell checkst du? Manche brauchen länger, manche kürzer und das ist voll okay. Das ist voll okay. Ich habe alle mit einbezogen, keinen ausgeschlossen. Niemand, niemand zum Außenseiter gemacht. Sogar die Kleinsten habe ich mir als erstes geholt. Habe mit denen so ein bisschen Spaß gemacht. Habe so die Hände hingehalten, habe gesagt, komm, schlag rein. Und so, und so ein Dreier-Kombo reingeschlagen und so. Und die waren voll motiviert. Die haben das gebraucht, die Kinder. Das war so an einem Spielplatz mäßig, so ein bisschen Prascheplatz und sowas. Ja, oder Kies, ne, das war so Kies, mit Kiesboden, so Kieselsteine. Und so, einfach naturmäßig. Und die haben auch so Musik laufen gehabt, die Mütter haben so ein bisschen Shisha gequalmt und sowas. Ich weiß noch, ja, ich habe ja fotografisches Gedächtnis. Da habe ich mir so gedacht, oh, voll cooler Ort hier, bin mit meinem Bike da stehen geblieben und mein Bike ist eh schon auffallend, ich bin auffallend, egal was ich tue, ich falle überall auf. Egal, ich brauche nicht mehr aufzufallen, ich falle auf. Ich bin einfach nur ich selbst, ich falle auf. Ja, und dann sind auf einmal 20, 30 Kinder hinter mir gewesen. Wie als hätte ich meine eigene kleine Kampfsportschule gehabt. Das war crazy. Und ich bin einfach nur dahin gekommen mit dem Mindset so, ich hatte nicht mal einen guten Tag. Ich war irgendwie so in Gedanken, ein bisschen mad, ja. Einmal kommen Kinder. Dann wieder, war wieder alles gut. Deswegen, ich wollte jetzt einfach nur dieses Video euch machen, euch geben, euch schenken. Um euch zu sagen, ihr seid gut, so wie ihr seid. Natürlich werdet immer besser, arbeitet immer stetig weiter an euch, das bleibt nicht aus, aber seid einfach ihr selbst. Seid die beste Version eurer selbst. Diese Welt braucht Inspiration. Diese Welt braucht Liebe. Diese Welt braucht Heilung. Diese Welt braucht Licht. Und wenn du das verkörperst, auch wenn sie dich hassen, begegne ihnen mit Liebe, sei weiterhin du selbst, gib dein Bestes und die, die inspiriert werden wollen, werden sich eh automatisch inspirieren lassen. Und die, die dich hassen, werden dich eh automatisch hassen. Du kannst nichts dafür. Also bleib einfach du selbst. Denn das kannst du doch eh am besten. Du selbst sein. Wer willst du sonst sein? Außer du selbst. Niemand. Deswegen, wenn du Skills hast, zeig sie der Welt. Schäm dich nicht für deine Skills. Jahrelang habe ich mich so versteckt und geschämt, so ein bisschen. Oh nee, ich kann ja nicht hier so strahlen und scheinen, das ist ja zu viel. Ich bin ja viel zu viel. Wie in diesem Traum, ich war zu viel für die. Einfach zu viel. Zu kreativ. Zu klug. Zu schnell. Zu stark. Aber das heißt nicht, dass du dich verstecken sollst. Gott hat dir extra diese Gaben geschenkt, diese Fähigkeiten gegeben. Also nutz sie. Zeig sie der Welt. Sei eine Inspiration. Und in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Stay blessed. Gottes Segen an alle. Peace.